Wusstest du, dass gesunder Egoismus deshalb so heißt, weil er nur in stark abgespeckter Form des Weges kommt? Der pure, selbstsüchtige Egoismus ist nämlich für niemanden gesund, nicht einmal für die Menschen, die ihn als Religion auserkoren haben. Selbstsucht hat auch nichts mit Selbstliebe zu tun. Wer sich den eigenen Ego-Trip auf diese Weise schönreden will, führt bald nur mehr Selbstgespräche. Bedauerlicherweise sind Egoisten und selbstverliebte Menschen auf dem Vormarsch. Sie werden immer mehr und scheinen die Welt mit ihrer Ellbogentechnik und ihrer Rücksichtslosigkeit im Sturm zu erobern. Glücklicherweise outen sie sich recht rasch als egozentrische Eigenbrötler, die neben sich niemand anderen gelten lassen. Sogar an ihrer Art zu sprechen kannst du sie erkennen. Welche Sätze typisch für Egozentriker und Egomanen sind, das verraten wir dir in unserem heutigen Video. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. So bin ich nun einmal. Schlechtes Benehmen mit Charakter und Persönlichkeit zu entschuldigen, ist irgendwie so, als ob man sich gar nicht entschuldigen würde. Übersetzt heißt diese Bemerkung nämlich, ihr müsst mit mir klarkommen, nicht ich mit euch. Und so eine Ansage ist natürlich an Selbstgefälligkeit kaum zu überbieten. Manche Menschen, so scheint es, sind auch noch stolz darauf, überall für Kopfschütteln und größtmögliche Verwirrung zu sorgen. Immerhin kann man ihnen zugutehalten, dass ihnen der Erklärungsbedarf bewusst ist. Nummer 2. Warum sollte ich? Ja, genau. Warum eigentlich? Warum sollte irgendjemand auf dieser Welt sich einen Pfifferling um andere Menschen kümmern? Weil genau darin das Wesen der Gemeinschaft besteht. Wenn jeder so dächte, kämen wir in Teufelsküche und aus dem Gegeneinanderkämpfen gar nicht mehr heraus. Diese spitze Bemerkung ist vermutlich als Provokation gemeint und soll die Person, die sie so verächtlich von sich gibt, interessant machen. Tu ihr den Gefallen nicht. Solche Menschen sind egoistisch zum Quadrat, aber interessant ganz sicher nicht. Nummer 3. Schade um die Zeit. Zeitmanagement ist nichts Schlechtes, im Gegenteil. Schließlich ist Zeit neben der Gesundheit unsere kostbarste Ressource. Trotzdem stellt es Menschen ein schlechtes Zeugnis aus, die anderen diesen Satz ins Gesicht schleudern. Wer sich um wertvolle Lebenszeit betrogen fühlt, indem er anderen sein Ohr oder eine helfende Hand leiht, ist alles nur kein guter Mensch. Diese unbarmherzige Einstellung zeugt von Egoismus in Reinkultur. Nummer 4. Darum kann ich mich nicht auch noch kümmern. Diesen Satz haben wir alle schon einmal gehört und vermutlich auch schon einmal von uns gegeben. Es ist ja auch zum Verrücktwerden, um welche Angelegenheiten wir uns tagtäglich kümmern müssen. Immer wenn wir denken, endlich haben wir mal Pause, kommt das nächste unerwartete To-Do zur Tür hereingeschwappt. Egoisten haben kein Problem, hier klare Grenzen zu ziehen. Ihre Version von Nein, danke ist unmissverständlich und bietet keinerlei Verhandlungsspielraum. Trotzdem könnte man seine persönlichen Grenzen auch ein wenig freundlicher abstecken. Zwischen den Zeilen klingen hier nämlich Geringschätzung und Desinteresse mit. Nummer 5. Das ist nicht mein Problem. Diese Wortspende lässt keine Zweifel daran, wer hier vor uns steht. Ein Egoist, wie er im Buche steht, sagt solche und ähnliche Sätze und hat nicht einmal ein schlechtes Gewissen deswegen. Dabei hat es ziemlich sicher gute Gründe, warum man dieses Problem ausgerechnet an sie oder ihn herangetragen hat. Irgendjemand denkt sehr wohl, dass hier und gemeinsam eine Lösung gefunden werden könnte. Doch wenn eine Anfrage auf dermaßen wenig Gegenliebe stößt, wird sich dieser Vorstoß sicher nicht mehr wiederholen. Nummer 6. Ich habe meinen Teil schon geleistet. Diesen Satz hört man vorwiegend von älteren Zeitgenossen und tatsächlich birgt er einen Funken Wahrheit. Die meisten Vertreter der älteren Generation haben ihren Beitrag schon geleistet. Egal, ob Kindererziehung oder anderes.
Es liegt schon viel hinter ihnen und es ist in gewisser Weise ihr gutes Recht, darauf zu pochen. Allerdings ist es für das Umfeld natürlich weder schön noch hilfreich, auf diese uncharmante Weise im Regen stehen gelassen zu werden. Nummer 7. Es interessiert mich nicht. Deutlicher kann man vermutlich nicht werden, auch nicht als erprobter Egoist. Wer anderen mit diesen scharfen Tönen ins Wort fällt, hat wirklich keinen Funken Empathie im Blut. Es ist eine Sache, sich diese Worte zu denken und dabei freundlich zu nicken oder sie tatsächlich laut auszusprechen. Die Latte der Hemmungen liegt ziemlich tief, wenn dir jemand ohne zu zögern diese Antwort gibt. Nummer 8. Du verstehst das nicht. Anderen Menschen mangelndes Verständnis oder noch schlimmer, mangelnde Intelligenz zu unterstellen, grenzt schon an echte Unverschämtheit. Niemand kann wissen, was im Kopf eines anderen wirklich vor sich geht. Und nur weil jemandem handfeste Argumente fehlen, sollte man nicht vorschnell urteilen und kurzen Prozess machen. Anscheinend bemüht sich jemand immerhin, Verständnis zu signalisieren. Allein schon den Versuch sollte man anerkennen und nicht gleich mit dieser Ansage abschmettern. Es ist zumindest kein sehr netter Zug, auf diese Weise zu antworten. Und nicht selten verbirgt sich ein egoistischer Charakter hinter Wortspenden wie dieser. Nummer 9. Das steht mir zu. Nein, die Welt schuldet niemandem etwas. Menschen, die davon ausgehen, dass alle möglichen Artgenossen in ihrer Schuld stehen, haben das Prinzip Gemeinschaft nicht verstanden. Wir haben kein Anrecht darauf, irgendetwas vom Leben zu erwarten. Erbringe dein Plan soll, leiste deinen Beitrag. Dieses Anspruchsdenken ist typisch für egozentrische Zeitgenossen, die meistens ohnehin nur die Hand aufhalten, ohne selbst etwas geben zu wollen. Lass dich von dieser Aussage nicht in die Irre führen. Wer so armselig argumentieren muss, hat keine besseren Argumente im Ärmel. Unser heutiges Fazit: Wenn die Menschen dir sagen, wer sie sind, glaube ihnen. Grundsätzlich tun wir gut daran, Menschen nach ihrem Verhalten zu beurteilen, nicht nach ihren Worten. Doch manche Vertreter der Spezies Mensch sind auch buchstäblich selbsterklärend. Verwendet jemand diese Sätze und kommt sich vielleicht auch noch sehr lässig dabei vor, nimmt sie oder ihn lieber beim Wort. Du hast es mit einem waschechten Egoisten zu tun. Menschen neigen eher dazu, sich und ihr Image zu beschönigen, als sich demonstrativ als selbstsüchtig und ichbezogen zu outen. Wenn dir jemand die Freude macht und die ganze Wahrheit auf dem Silbertablett serviert, sag Danke, dreh dich um und geh. Solche Leute haben nichts für andere übrig. Dementsprechend hast auch du nichts von ihnen zu erwarten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.